Boah, soll ich richtig übertreiben? Soll ich richtig durchdrehen? Oh, jetzt habe ich schon kürzere gekauft. Ja, ich trage ein Onesie mit Katzen drauf als Einhorn. Ob mein Mann das sexy findet? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja. Ja? Gott, Übertreiber. Also ich bin richtig in the mood. Ich habe sogar meinen kandierten Apfel, den ich mir auf dem Weihnachtsmarkt geholt habe. Es gibt einen Stand, bei dem schmeckt es am besten. Also es gibt zwei Stände, die ich auf dem Bielefelder Markt mag. Und zwar genau gegenüber von Ideen, wo es das und gebrannte Mandeln gibt. Und Apfelküchle, das sind die besten. Die Apfelküchle ist beim Böckelmann so schräg gegenüber. Tee ist ready. Diesmal habe ich wieder eine Tasse von einer Zuschauerin. Diesmal meine hochexklusive Hermes-Tasse. Ich habe nicht nur einen Sugar Daddy, ich habe sogar Sugar Mama Zuschauer. Sugar Community. Viel zu lange geredet. Weiter geht's mit der Drogerie-Reihe. Und zwar mit Catrice. Ich glaube, Catrice war gefühlt, würde ich jetzt sagen, eine der meisten angefragten Marken in der Drogerie. Es war so, ich sage im ersten Video, ja, ich arbeite mich jetzt von Aufsteller zu Aufsteller und in jedem Video schreibt mindestens eine Person. Mach mal auch mit Catrice. Ja, mach mal mit nix. Eine Person, 100 Personen. Ja, obwohl ich gesagt habe, dass ich mich von Aufsteller zu Aufsteller arbeite. Diesmal habe ich meine Sachen bei Müller gekauft, weil ich in den Kommentaren mal gelesen habe, dass Müller eine bessere Auswahl hat. Ich hoffe, dass ich eine coole Auswahl getroffen habe. Ein, zwei Sachen hatte ich schon zu Hause. Auf jeden Fall fange ich mit einem Primer an. Das ist der Light Correcting Serum Primer Candlelight. Das ist das hier, ist so ein kleines Fläschchen. Man soll das ganz gut schütteln, was ich schon gemacht habe. Und hier bin ich super gespannt. Ah, oh, das ist sehr stark parfümiert. Und ist auch sehr, sehr schimmerig. Aber das finde ich nicht schlimm. Das gute Stück ist flüssig. Was wie so eine milchige Lotion. Also das riecht so ein bisschen nach Wachs, nach altem Make-up, was wirklich abgelaufen ist und Parfum. Das ist verkraftlich. Aber es fühlt sich unfassbar gut auf der Haut an. Wow, schön glowy. Wow, gefällt mir gut. Die Foundation, die ich schon da hatte, ist die HD Liquid Coverage Foundation. Die finde ich sehr gut. Darüber habe ich ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oben, wenn ihr das verpasst haben solltet. Die Foundation ist sehr, sehr flüssig. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was sind eure allerliebsten Catrice-Produkte. Ich finde es super interessant, was andere mögen und was nicht. Man kann halt auch einfach sehen, das ist halt einfach das beste Beispiel dafür, diese Videoreihe. Nicht alles funktioniert für jeden gleich. Sachen, die ich zum Beispiel im Video nicht so mochte, da haben viele geschrieben oder ein paar halt geschrieben, boah, was, das funktioniert bei mir richtig gut. Ich kann euch zeigen, was mir, also die, die mir auf Instagram folgen, kennen das, aber als ich Geburtstag hatte, hat meine Mutter mir das hier geschenkt. Ist Mavi! Nein, ist nicht Mavi, aber sieht aus wie Mavi, aber es ist Mavis neue Kissenkollektion. Es ist sein Merch, weil er ist jetzt ein Star. Also mit der Foundation muss man definitiv schnell arbeiten. Jetzt hatte ich sie ja grob aufgetragen, habe meinen Beautyblender gesucht und das war nicht mal eine Minute. Und zack, hat man schon so Ränder. Dann habe ich entdeckt diesen Liquid Luminizer Strobing Pen. Das fand ich sehr interessant. Es gibt es in zwei Farben. Einmal in diesem Goldton und das andere ist so ein bisschen Silber-Rosé. Kommt mit wie so ein Pinselding. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, hat Catrice ein Fixing Spray? Ich habe keins gesehen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es einfach nur ausverkauft war oder ob Müller keins hatte oder ob ich es einfach übersehen habe. Ich habe jetzt ein anderes genommen. Ah, da ist die Wurst. So, das möchte ich mich hier auftragen. So, direkt beim Auftragen merke ich schon, ich glaube, das ist ein Produkt, das macht man besser vor der Foundation. Seht ihr, wie schnell das trocken ist? Sowas ist scheiße, weil dann trägt man sich immer die Foundation auf diesen Stellen ab. Also da hätte ich jetzt mitdenken müssen. Aber ansonsten eine schöne Farbe. Es ist sehr klebrig, finde ich. Also man muss wirklich schnell damit arbeiten. Am besten vor der Grundierung, weil dann habt ihr ein Problem. Oder ihr mischt das mit der Foundation. Das ist bestimmt auch schön. Ich wollte euch nur mal als Feedback geben. Ich krieg so oft gesagt, was für eine krasse Community ich habe. Also sei es Privatperson aus meinem Bekanntenkreis, Familie, Freunde oder ob es mein Management ist, ob es andere YouTuber sind oder irgendwelche anderen Leute, die Hallo sagen. Ich krieg so oft gesagt, was für eine tolle und positive Community ich habe und ich fand das wichtig, dass ihr das auch wisst, dass man so über euch spricht. Ich finde das sehr wichtig und
Was ich auch immer gesagt bekomme, ist, dass ich eine sehr krass starke Community habe. Das macht mich natürlich sehr, sehr stolz. Ihr werdet wahrgenommen. Den Concealer, den ich benutze, den hatte ich schon mal für mein Make-up. Nee, den hatte ich für mein Make-up gekauft. Waterproof Make-up. Da habe ich komplett wasserfestes Make-up getestet. Das ist ein super lustiges Video geworden. Auch das verlinke ich euch hier oben. Der Concealer, obwohl das bei mir Concealer nie machen, kriegt in meine Fältchen, was super interessant ist. Und zwar ist es der Catrice Camouflage Concealer. Und das ist so ein Concealer. Ich hatte halt, ich weiß nicht, hatte ich unter dem Video gefragt oder so, ich weiß nicht, aber die Leute lieben ihn oder sie hassen ihn. Das ist so interessant mit diesem Produkt. Ist leider sehr stark parfümiert. Und bei mir kriecht er in die Fältchen, aber ich wollte jetzt nicht nochmal extra einen Concealer kaufen, der dann hier nur rumliegt. Aber ich würde sagen, die Base sieht mal flawless aus, oder? Was ich mir mitgenommen habe, ist wieder ein Loose Powder. Und zwar das Nude Loose Powder. Transparent matt. Damit setze ich meinen Concealer. Aber diesmal arbeite ich das Puder direkt in die Haut ein. Boah, wie airbrush-mäßig das ausschaut. Heftig. Das Puder von Catrice ist auch sehr fein. Ich hätte mir gewünscht, das ist jetzt natürlich wieder nur ich persönlich, dass es nicht weiß ist, sondern so mit ein bisschen Haut, also so transparent, das wäre halt geil. Aber auch so fühlt sich das wieder sehr, sehr gut an. Mein restliches Gesicht setze ich mit dem Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof und das ist transparent. Und da gehe ich mit so einem richtig fluffigen Pinsel rein und setze jetzt einmal komplett alles. Ob die Marketingabteilung der Firmen auch gespannt vor hat, dieses Video sitzen. Bitte, verfickt nicht unser Produkt. Also die Firmen gucken auf jeden Fall. Ich hatte ja in meinem letzten Favoritenvideo doch diese Dr. Jart Creme vorgestellt, die halt weiß ist und wenn man sie aufträgt, dann ist es hautfarben. Das ist so geil, das Zeug. Und da haben die Leute von Dr. Jart zum Beispiel auch zugeguckt und die haben sich so gefreut, dass ich das in dem Video gezeigt habe, dass sie mich gefragt haben, ob ich Bock hätte, ja, noch mehr von denen. Also, dass überhaupt diese Seeker Pair oder so Reihe jetzt auch nach Deutschland kommt, weil das hatte ich in dem Video auch gesagt, weil die bei Douglas kannte das überhaupt nicht. Und sie meinte ja, das kommt jetzt bald nach Deutschland und ob ich Bock hätte, noch mehr Sachen aus dieser Reihe zu testen. Ich meinte halt ja, auf jeden Fall, weil ich habe bis dato nichts bekommen oder mehr gehört. Also, die Firmen gucken schon. Zum Beispiel L'Oreal schickt mir gar nichts mehr zu. Ich glaube, Tati, die aus Amerika, die hat halt auch das Problem. Sie kriegt halt auch von bestimmten Marken nicht zugeschickt. Das ist halt, ja, wenn man ehrlich ist, dann feiern es zwar die Zuschauer, manche Firmen finden es dann nicht so gut, aber dafür ist man, also deswegen macht man noch YouTube. Also wozu, also was nutzt es euch und was nutzt es mir, wenn ich alles in den Himmel lobe? Dann weiß man ja zum Schluss trotzdem nicht, was ist gut und was nicht. Und ich bin ja dafür da, um das alles zu testen, weil ich es selber auch interessant finde. Und das ist ja auch völlig normal. Nicht alles ist richtig gut. Also selbst eine High-End-Marke, ja, zum Beispiel Anastasia Beverly Hills. Klar, manche feiern die Foundation und manche eben nicht. Aber dafür sind die Lidschatten halt geil. Jede Marke hat seine guten und schlechten Produkte. Ich finde, da darf man sich nicht angegriffen fühlen. Das ist doch wie mit den Kommentaren. Ich sage meine ehrliche Meinung, 99% feiert das und dieser 1% sagt, ja, du redest die Drogerie ja sowieso nur schlecht, weil du High-End-Nummer. Also sie werfen mir halt vor, ich bin nicht ehrlich, weil ich ja sonst nur High-End benutze. Das ist halt immer so. Okay, tragen wir den Bronzer auf. Da habe ich genommen den Sunglow Matte Bronzing Powder. Der schaut so aus. Ist ja auch erstaunlich, dass es halt Firmen gibt, die dann meinen, einen damit abzustrafen. Denn, seien wir uns mal ehrlich, dann kauft man sich das Produkt und kann es trotzdem testen. Ja. Und deswegen kann man keine ehrliche Meinung dem Markt entziehen. Wenn man Bock drauf hat, kauft man es, kann es trotzdem testen. Ja, absolut. Also, absolut. Total unprofessioneller Zug. Und die Menschen sind ja auch unterschiedlich, das hatte ich ja eben schon gesagt. Was ich mag, magst du nicht. Was du magst, mag ich nicht. Und das ist völlig in Ordnung. Ja, also wenn ich sage, ich mag das nicht und du sagst, ich benutze das seit einem Jahr, dann freue ich mich für dich. Das ist doch toll. Und wir sind doch hier, um genau darüber zu sprechen, anstatt das sich auch anzunehmen. Dann macht man, ich meine, mir ist es Wurst. Alter, ich kaufe mir den Scheiß dann halt selber und teste das trotzdem und zeige trotzdem meine Meinung. So einfach ist es. Na, ist okay. Na, 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 na. So leicht kommt die nicht weg von Hatti. Niemand kann sich dem Sog von Hatti entziehen. Am Ende des Tages ist es halt auch nur fucking Make-up. Also ich muss sagen, der Bronzer gefällt mir richtig gut. Bis jetzt finde ich der schönste. Der Highlighter, für den ich mich entschieden habe, als ich ihn gesehen habe, dachte ich so, oh, immer noch kein Highlighter, der mir gefällt. Und dann dachte ich, ich swatche ihn, weil ich brauche den Highlighter. Und dann habe ich ihn geswatcht und dachte so,
Okay, Catrice. Okay. Schlag mich doch nicht gleich. Geil, oder? I know, I know. Und zwar ist es der High Glow Mineral Highlighting Powder in 010 Light Infusion. Nice. Nice. Zeig mir ja das gute Stück. Are you ready? Eine Schicht. Also für eine Schicht. Ihr wisst gar nicht, wie stolz ich auf meinen Schlafanzug bin. Das ist übrigens ein ganzer Anzug, ne? Yeah, hat sie wieder. Ist geil, oder? Der Highlighter gefällt mir richtig gut. Also bis jetzt die besten Face-Produkte. Finde ich gut. Dann hatte Catrice sehr interessante Blushes. Und zwar die Multi Matte Blushes. Ich habe da die Farbe 010 Rosy. Oh, Entschuldigung, Love Rosy. Das hat mir sehr gut gefallen. Blush zeigt sich jetzt wirklich sehr dezent. Finde ich gar nicht mal so schlimm. Wollen wir im Übrigen mal festhalten, dass ich sehr enttäuscht bin, dass ihr alle so loyal AF zu meiner Frau seid und bei der Max-Abstimmung für ihn gestimmt habt, anstelle zu mir zu halten. Absolute Frechheit. Nachdem ich seit einem Jahr bettel, dass du doch bitte mein Make-up machst und dann auch so, dass man dich nicht sehen kann. Nein. Ja, und dann kommen halt andere Typen und sagen sich, hey girl, can I do your Make-up? Und I'm like, yes, please. Mein Mann ist nur neidisch. Mein Baby ist ein bisschen eifersüchtig. Ja, ich glaube, mein Mann zerballert alle. Glaube ich, keine Ahnung, weil er klingt immer wie ein Profi. Er hat mich ja noch nie geschminkt. Er hatte nicht mal, hattest du jemals einen Pinsel in der Hand? Also kommen wir zu den Augenprodukten, zu den Augenbrauenprodukten. War das jetzt nur bei Müller Schrott oder ist es allgemein bei Catrice Schrott? Weil die Farben waren so nicht so geil. Also das Dunkelste, was ich jetzt gefunden habe, war Chocolate Brownie. Warum heißen die alle Brownie in der Drogerie? Was ist los? Das ist ein Stift und zwar heißt der Long Lasting Brow Definer. Das ist wie so ein Eyeliner, kann man sagen. Nur der hat so kleine Bürstchen. Und ich fand das Produkt an sich super interessant. Aber ich merke schon, dass es viel zu braun. Oh je. Interessantes Produkt. Es ist unfassbar pigmentiert. Ich habe irgendwie kein Gefühl für das Produkt. Das ist so erbarmungslos. Entweder sitzt dein Strich oder nicht. Das ist ein bisschen doll. Man kann das Produkt aber auch nicht ausblenden, ne? Ich höre jetzt auf, weil das sieht jetzt schon aus wie tätowiert. Das ist schlimm. Aber ich muss fairerweise sagen, dass ich mit dem Produkt nicht zurechtkomme. Kann man meine Augenbrauen sehen? Ich schäme mich ein bisschen, das zu zeigen. Aber also ich glaube, das Produkt ist gut, nur ich komme damit nicht zurecht. Primer habe ich mir mitgenommen. Und zwar Prime and Fine Eyeshadow Base Long Lasting. Der Eye Primer ist eigentlich so ein bisschen wie die davor gewesen. So dieses mußige, sehr leichte. Genau, und das setze ich jetzt mit dem transparenten Puder, das gepresste. Die Lidschattenpalette, für die ich mich entschieden habe, ist die The Nude Blossom Collection. So schaut die Palette aus. Ich habe aber von Catrice noch eine andere irgendwo da rumfliegen. Und die ich schon zu Hause hatte, ist die The Essential Nude Palette. Und die schaut so aus. Also eigentlich, das ist doch ganz nett, oder? Ich gehe in die Farbe Light und das soll, Entschuldigung, die Farbe soll als Highlight dienen. Ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Meine Übergangsfarbe soll die sein, auch wenn es Schimmer ist, ist mir jetzt Wurst. Jetzt prayen wir alle eine Runde, damit das pigmentiert ist und ich hier nicht wieder 4 Stunden sitze. Okay, die Farbe muss man tatsächlich auch aufbauen. Also das ist ein Swatch von der Farbe. Und das ist auf dem Lid. Also das ist jetzt so 4-5 Schichten von der Farbe. Und hier ist noch mein blankes Auge. Also man sieht, es ist nicht so pigmentiert. Also man kann damit arbeiten, sagen wir mal so. Auch die Palette, also beziehungsweise die Farbe krümelt extrem, ne? Also die Pigmentierung von der Farbe hat mich jetzt nicht umgehauen. Dann nehme ich einen kleineren Blendepinsel und gehe in diese Farbe hier rein. Also die Farbe gebe ich jetzt in meine Lidfalte und in meinen Augenaußenwinkel. Und da versuche ich die Farbe halt auch richtig aufzubauen. Die Farbe ist ein bisschen mehr pigmentiert, aber ich gehe halt voll rein, ne, um es aufzubauen. Um meinen Außenwinkel und meine Lidfalte ein bisschen mehr zu definieren, nehme ich die Nude-Palette und zwar diesen Ton, diesen mittel-dunkel-braun-grauen Ton. Und die Farbe gebe ich auch an meinen Außenwinkel. Wenn ich den Braunton in meiner Lidfalte habe, gehe ich auf jeden Fall nochmal in diesen pinken Lidschatten.
und gehe direkt darüber. Bei den Lidschatten hätte ich mir eine bisschen bessere Performance gewünscht, aber es ist okay. Also man kann auch damit definitiv arbeiten. Was ich sehr, sehr schön fand, war dieser Liquid Metal Long Lasting Cream Eyeshadow. Und zwar habe ich die Farbe genommen 030 Daily Dose of Rose. Episch. Das kommt mit so einem Applikator. Ich gebe mir das allerdings auf meinen Handrücken, nicht direkt an mein Auge. Nehme so einen Synthetikpinsel und trage das auf mein bewegliches Lid. Okay, weiter geht's. Ich nehme wieder diesen Rosaton und aus der anderen Palette wieder diesen Braunton. Also ich mische das so ein bisschen, um meinen eigenen Plumpton zu kreieren. Und das verblende ich dann direkt hier so rein. Dann nehme ich einfach einen anderen, kleineren Blendepinsel und wieder diesen Ton und gebe das direkt an meinen unteren Wimpernkranz. Und da können wir die Farbe auch schön aufbauen. Gehe ich nochmal in die Nudes-Palette und nehme die Farbe Sculpt mit so einem flachen Pinsel. Die Farbe gehe ich direkt in meinen Wimpernkranz. Ich nehme mit nochmal diesen kleinen Blendepinsel und nochmal die Farbe Sculpt aus der Nudes-Palette und gehe jetzt hier nochmal in meinen Außenwinkel. Als Highlight in meinem Augeninnenwinkel nehme ich aus der Rose-Palette diesen Ton hier. Und den gebe ich mir direkt in meinen Innenwinkel. Die Mascara, die habe ich schon lange benutzt, weil ihr die mir mal empfohlen habt. Ich habe die mir jetzt auch nachgekauft. Und zwar ist es die Glam & Doll False Lashes Mascara in Waterproof. Und die mag ich sehr gerne. Für die Lippen nehme ich ein bisschen von dem Highlighter und tupfe den mir hier so rauf. Und dann habe ich einen Lipgloss entdeckt. Den fand ich sehr schön, weil der mich so an meinen Dior-Gloss erinnert hat. Und zwar der Volumizing Lip Booster. Der schaut so aus. Und für den Look, den ich im Kopf hatte, fand ich, war das der perfekte Gloss. Ich finde, der Look kann sich echt sehen lassen. Das ist ja voll so ein Festtagslook, wirklich, oder? Sieht schön aus, ne? Okay, also fangen wir an. Der Serum Primer ist super interessant. Den werde ich definitiv weiter benutzen, zusammen mit der Foundation. Zu der Foundation habe ich, wie gesagt, ein Video gemacht. Die finde ich klasse. Die zwei zusammen finde ich sehr, sehr nice. Das Puder fühlt sich auch gut an. Allerdings weiß ich noch nicht, dieses Weiße muss man überlegen, ist halt ein Puder. Concealer finde ich eigentlich gut, aber leider ist der parfümiert und läuft in meine Fältchen. Also da finde ich das halt nicht so dolle, zumal ich das mit anderen Concealern nicht habe. Bronzer und Highlighter finde ich beide richtig klasse. Gerade den Highlighter finde ich richtig schön. Also definitiv Top-Produkte. Der Blush, da muss ich noch so ein bisschen rumexperimentieren. Der hat sich jetzt nicht so doll gezeigt, was ich persönlich zwar nicht schlimm finde, aber ein bisschen zu wenig. Da muss ich noch überlegen. Das Prime & Fine Puder zum kompletten Setten des Gesichtes. Ist ja ein transparentes Puder, finde ich sehr, sehr gut. Die Farbe von der Foundation, also allgemein die Produkte, hat so einen leichten Grauschleier, finde ich. Ich finde, am Anfang war es doller. Es hat sich jetzt so ein bisschen gelegt. Was ich sehr, sehr schön finde, ist dieser Creme-Lidschatten. Hier kann man auch auf meinem Handrücken sehen, also der trocknet komplett fest, was ich sehr, sehr angenehm finde. Erstmal war es ein bisschen prickelnd auf dem Lid, aber ich reagiere jetzt so nicht drauf. Augenbrauenprodukt, ihr könnt sehen, das ist schon sehr doll und ja, fast wie tätowiert sieht das aus. Das ist jetzt kein schlechtes Produkt, nur ich komme damit nicht so zurecht. Dieser Liquid Luminizer war für mich jetzt eher so, würde ich definitiv noch unter der Foundation probieren, weil auf der Foundation war es super schnell trocken und dann versaut man sich oft die Foundation. Die Eyeshadow Base ist okay, ich mag halt meinen Paintpot, weil der mehr Pigment hat und so, also das ist eher was für mich. Aber die Mascara finde ich sehr, sehr toll, aber das hatte ich schon öfters in einem Video erwähnt. Ich finde, Catrice hat einen richtig tollen Job gemacht. Die Paletten musste man, finde ich, ein bisschen aufbauen, aber trotzdem ist es ein echt schicker Look. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet zu den Produkten, dann stellt die super gerne in den Kommentaren. Ansonsten findet ihr hier die weiteren Drogerie-Videos, wenn ihr sie verpasst habt. Hier könnt ihr natürlich abonnieren. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Reinschalten, sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch.